Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Bouffier, ich war an einem Punkt hell begeistert in Ihrer Rede. Ja, immerhin. Muss ich Ihnen sagen, ja, wir sind ja fair. Und zwar, als Sie der zukünftigen Bundesregierung vorgeworfen haben, über Corona kreierte Kredite für Umweltthemen einzusetzen. Das fand ich herrlich. Ich meine, wir haben da anderthalb Jahre gekämpft. Um diese Rede zu halten, Herr Bouffier, muss man sehr lange in der Politik sein. Sie haben hier sich zufrieden darüber geäußert, dass es endlich einen SPD-Kanzler gibt, damit er die Fehler von 16 Jahren Merkel korrigieren kann. Das muss man hinbekommen. Und Herrn Rudolph möchte ich sagen, wissen Sie, Herr Rudolph, die Lebenszeit zwischen 16 und 20 ist eine herrliche Zeit. Und ich hoffe, dass alle Menschen sie mit sehr viel Freude und Spaß erleben. Nur genau in dieser Zeit, das kann Ihnen jeder Vater und jede Mutter bestätigen, finden gehirnphysiologische Veränderungen statt, die natürlich bei einigen gar nicht mehr aufhören, wie ich hier manchmal konstatiere. Jeder Steuerberater wird Ihnen das sagen. Vererben, verschenken Sie Ihr Vermögen nicht zu früh. Denn Sie wissen nicht, was die vor 20 Jahren damit machen. Deswegen, wir sind nicht gegen die Jugendlichen. Wir wollen sie schützen vor Dummheit. Dass Ihnen das nicht gefällt, Frau Böhme, war mir klar. Ich habe Sie hier einmal im Tanz erlebt. Die Entstehungsgeschichte und die Folgen für die aktuellen und die zukünftigen Haushalte des für die Regierung Bouffier-Boddenberg geradezu vernichtenden Urteils des Staatsgerichtshofs vom 27. Oktober zum Gute-Zukunftssicherungsgesetz, einem fragwürdigerweise sogenannten Sondervermögens von 12 Milliarden, müssen in dieser Generaldebatte angesprochen werden. Da bin ich im Widerspruch mit Ihnen, Herr Bouffier. Dieses verfassungswidrige Gesetz wurde verabschiedet von der im Hessischen Landtag kleinstmöglichen Mehrheit von 69 Abgeordneten der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen der gesamten Opposition. Die Alternative für Deutschland hat als erste Partei der Opposition schon am 2. Juli 2020 in der 48. Plenarsitzung, also vor der Abstimmung in dritter Lesung, verbindlich hier im Landtag angekündigt, dass sie die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes und seiner Handhabung vom Staatsgerichtshof im Rahmen eines Normenkontrollantrags prüfen will, falls das GZSG von den Regierungsfraktionen verabschiedet wird. Sie hätten es also noch sein lassen können. Das Urteil des Staatsgerichtshofs adelt die Alternative für Deutschland als eine wertvolle Hüterin der hessischen Verfassung, der Gesetze zum hessischen Haushalt und erkennt damit ihre wertvolle Rolle, Bedeutung und Berechtigung als im demokratischen System tief verwurzelte Oppositionspartei an. Die Vorbereitung dieses Vortrags, Herr Rudolph, das hatte ich bei Ihnen ja auch, habe bei Ihnen auch gehört, dass Sie es noch einmal nachgelesen haben, habe ich mir unseren Antrag, den Antrag der Landesanwältin und das Urteil noch einmal in aller Ruhe angesehen. Seite um Seite wird einem dabei das verfassungs- und haushaltsrechtliche Desaster immer klarer und es stellt sich die Frage, wie es dazu kommen konnte. Herr Bouffier, wie Sie sagen können, wir haben hier etwas Verfassungswidriges, aber andere machen es genauso. Das kann doch keine Entschuldigung sein. Man fasst es nicht. Wie konnten die anderen Mitglieder der Regierung, wie konnten die Fraktionen der Regierungsparteien, wie konnte die Verwaltung sogar es zulassen, dass solche gravierenden Fehler gemacht wurden über viele Monate hinweg? In jedem Haushaltsausschuss haben wir es Ihnen gesagt. Wir erinnern an die von der Regierung immer wieder lächerlich gemachten Bedenken und Einwände der Parteien der Opposition, unseren hilflosen Versuchen, das Desaster abzubrechen, bevor es zum Eklat kommen würde. Hat denn niemand unter Ihnen die Sachkenntnis, hatte niemand den Mut zu der einfachen Ansage, Herr Ministerpräsident Bouffier, Herr Finanzminister Boddenberg, Sie können, so dürfen wir das nicht machen.
Dieses Gesetz ist von der Verfassung und ist vom Haushaltsrecht nicht gedeckt. Wer übernimmt hier endlich die Verantwortung? Wir verurteilen als Deutsche doch sonst gerne, sogar nach Jahrzehnten, Bürger dieses Landes, wenn sie in ihrer aktiven Zeit nicht genügend Zivilcourage gezeigt haben. Das Gericht hat dem AfD-Antrag in 8 von 8 Punkten Recht gegeben. Mehr geht gar nicht. Dass der Abgeordnete Kaufmann von Beutzig die Grünen darin, so sagte er es, in einer Sondersitzung des Haushaltsausschusses eine krachende Niederlage für die Antragsteller sehen konnte, kann man nur als Indiz dafür sehen, dass Herr Kaufmann die für ihn dramatische Überraschung nach dem Urteil noch immer nicht überwunden hat. Man nennt das wohl einen posttraumatischen Schock. Willkommen in der Realität, sehr geehrter Herr Kaufmann. Sie haben es jetzt ja schriftlich und können es in aller Ruhe noch einmal nachlesen, wenn sich bald Ihr Adrenalinspiegel hoffentlich wieder normalisiert hat. Es kann nicht damit getan sein, dass der Finanzminister Boddenberg sich aus der Sache ziehen will mit dem fadenscheinigen Eingeständnis, dass ihm und seinen Frauen und Männern ein paar kleinere Fehler unterlaufen wären. Er sehe sich ja einsichtig, würde dem Gericht sogar dankbar für die Hinweise sein und Ratschläge und würde natürlich für 2022 und folgende einen neuen Haushalt vorlegen, jetzt natürlich nicht mehr verfassungswidrig. Das Problem ist gravierender, tiefer. Die hessische Regierung hat irgendwie kein Glück mit den Gerichten. Es ist hier schon angesprochen worden. Die Richter des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs erklärten zum Beispiel in diesen Tagen sogar die Regelung zur Besoldung der hessischen Beamten für verfassungswidrig. Bingo! Das hätte die Regierung doch kommen sehen müssen, nach einschlägigen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts in anderen Ländern. Herr Bouffier, ich bin Ihnen dankbar für die Information, dass dieses Problem noch in weiteren 8 Ländern herrscht. Aber das heilt es doch nicht. Ich zitiere die Rhein-Main-Zeitung vom 6.12.21. Schwarz-Grün lässt es offensichtlich gerne darauf ankommen. In Bouffier steckt aber immer noch sehr viel Koch. Die Regierung sollte sich bei solchen Fehltritten nicht wundern, wenn bei der AfD schon neue Verfahren in Vorbereitung sind. Wir arbeiten gründlich und fleißig im Stillen an neuen Ideen und sind zuversichtlich, da auch fündig geworden zu sein. Es handelt sich dabei nicht nur um Beispiele, allerdings Lehrstücke für die Arroganten, sich in ihren Zuständigkeiten, Mitteln und Möglichkeiten seit langem vollkommen überschätzenden unterschiedlichsten Politiker und Parteien im Land und im Bund, in welchen Farbkombinationen der Koalitionen auch immer. Ich zeige Ihnen hier mal was. Ich habe Ihnen da was mitgebracht. Auf so einem Kärtchen könnte ein fälschungssicherer Impfpass hergestellt werden. So ein Kärtchen, sagen Sie es Ihrer Frau Sinemonis, so ein Kärtchen, nicht auf einem Blatt Papier, das jeder fälschen kann. Auf so einem Kärtchen. Das haben Sie in 2 Jahren nicht geschafft. Bei der Ampel in Berlin erkennen wir einen fulminanten Höhepunkt dieser Entwicklung. Wir vermissen nur noch das Ampelmännchen bei der gendergerechten Zuteilung der Ministerien, die wahrscheinlich wertvollste Hinterlassenschaft der untergegangenen Deutschen Demokratischen Republik. Bei passender Gelegenheit, das haben Sie ja angesprochen, Herr Bouffier ist gerade weggelaufen, werden ja riesige, überdimensionierte, sonst nicht zu rechtfertigende Kredite aufkommen, mit Begründungen, welche die Verfassung und die Haushaltsgesetze extrem strapazieren. Große Teile dieser Gelder werden dann für parteipolitisch motivierte Projekte ausgegeben oder in die Rücklagen gepackt zur späteren einschlägigen freien Verwendung. Niemand konnte uns bisher erklären, wie die hessische Regierung im Frühjahr 2020 überhaupt auf den Betrag von 12 Milliarden Euro gekommen ist. Wahrscheinlich wurde der Betrag so hoch angesetzt, damit die Regierung sich hinterher für ihre Sparsamkeit loben lassen kann, wenn sie das Geld nicht verbraten konnte. Was Herr Boddenberg in seinen Presseerklärungen ja schon angefangen hat, wir geben nicht alles aus, kommt ja immer wieder vor, wenn ihm denn Platz blieb neben den Verlautbarungen zu neuen Radwegen von Herrn Tarek El-Wazir. Diese lesen sich mittlerweile wie die Siegesmeldungen von Mao über Schritte in die glorreiche
Zukunft der kommunistischen Gesellschaft in China. Alle drei Tage eine Pressemeldung. Einfach 100 Meter Radweg mehr, immer 4 Meter breit und 2 separate Brücken über kleinste Bäche. Fahrräder sind ja nett, Herr Tarek El-Wazir. Die Lösung für unsere Verkehrsprobleme sind sie nicht. Auch der bisherige Finanzminister Scholz, heutiger Kanzler eben, ist uns immer noch eine Erklärung schuldig für eine zusätzliche Kreditermächtigung von immerhin 240 Milliarden Euro. Und unsere teure Frau von der Leyen tourt regelmäßig durch die europäischen Hauptstädte und lässt händeringend nach Verwendungen suchen für den einzelnen Ländern geschenkten, regelrecht aufgedrängten 750 Milliarden Euro ihres Wiederaufbaufonds für eine nicht zerstörte EU. Laut einem Artikel im Handelsblatt vom 6.12.2021 schafft zum Beispiel Spanien es nicht einmal, die geschenkten 70 Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds irgendwie sinnvoll zu investieren. Eine der Erklärungen ist, dass Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung in Spanien die Prozesse verlangsamen. In Italien und Frankreich mit jeweils 69 und 39 Milliarden als Morgengabe auch nicht zu kurz gekommen, geht es besser und vor allem schneller. In diesen Ländern, da müssen Sie gut hinhören, in diesen Ländern erfolgt die Überprüfung auf Korruption erst nach der Vergabe der Mittel. Die Probleme dieser Länder liegen nicht am fehlenden Geld. Sie sind selbst reich. Es liegt an der Organisation dieser Staaten. Die Kommission der Europäischen Union wurde im Schweinsgalopp ermächtigt, obwohl sie laut den Verträgen das gar nicht darf, diese und weitere Kredite in insgesamt Billionenhöhe aufzunehmen und nach eigenem Gutdünken zu verteilen. Ich führe das hier an, weil die Haushalte der Kommunen des Landes, des Bundes und der EU nicht mehr getrennt betrachtet werden können. Die Kredite müssen insgesamt zurückgezahlt werden, egal wer sie aufnimmt und in welchen Nebenhaushalten sie versteckt werden. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Kreditaufnahmen der EU und der EZB in unseren nationalen Haushalten nicht mehr aufgeführt werden, wir als Deutschland aber für die Sicherheiten und Tilgungen gerade stehen. So stand das nicht in den Verträgen, die wir unterschrieben haben. In Deutschland haben wir in den letzten 10 Jahren einen gewaltigen Zuwachs der Steuereinnahmen verzeichnet. Alle Parteien sind sich vor den Wahlen immer einig, die erstickende deutsche Steuerlast zu senken, weil sie im internationalen Vergleich einfach zu hoch wird. Nach den Wahlen wird daraus nichts. Und hier möchte ich noch mal auf einen Vorredner hinkommen. Ich habe ja gehört, wie gewaltig wir uns anstrengen bei den Schulen, bei der Digitalisierung, Ja, das sind die Fehler der Vergangenheit. Das ist nicht eine Investition in die Zukunft. Sie müssen erst mal aufräumen, bis Sie auf Null kommen. Und dann können Sie weitermachen. Das Geld wurde mit beiden Händen ausgegeben, zum Teil vollkommen unsittig. Und darüber wurden 2,4 Billionen Schulden aufgehäuft. Realistisch betrachtet, es erlaubt es sich diese Generation, unsere Generation, die Steuereinnahmen ihrer Kinder und Enkel schon zu vereinnahmen. Wir nehmen unseren Enkeln und Kindern damit jeglichen Handlungsspielraum für zukünftige Krisen und Herausforderungen. Menschen ohne Kinder sehen das natürlich gelassener. Haushalte sind in Zahlen gegossene Aufgaben und Projekte eines Landes, einer Nation. Es ist normalerweise nicht vorgesehen, dass man sich erst ein Budget genehmigen lässt und sich dann die passenden Aufgaben und Projekte aussucht, je nach politischer Lage und anstehenden Wahlen. Genau das hat die Regierung Bouffier mit dem GZSG aber gemacht. Das ist, abgesehen von den fragwürdigen rechtlichen Vorgehen, unser eigentlicher Vorwurf. Hier zu behaupten, dass im Haushaltsausschuss die Entscheidungen immer mit der gesamt anwesenden Anzahl der Abgeordneten passiert ist, stimmt einfach nicht. Wir haben gesagt, jawohl, einige dieser Maßnahmen sind sinnvoll, aber wir können ihnen nicht zustimmen, weil sie finanziert werden aus einem verfassungsrechtlich bedenklichen, einem verfassungswidrigen GZSG. Die Regierung hat im Frühjahr 2020 die Gelegenheit beim Schopf
gegriffen, um einen alle bisherigen Dimensionen sprengenden, überdimensionierten Kreditrahmen von 12 Milliarden Projekte und Ausgaben zu finanzieren, die mit der Bewältigung der Corona-Pandemie nur sehen, wer nicht zu tun haben. Wohl aber sehr viel mit den Landtagswahlen 23/24 und die Wünschen des Koalitionspartners Bündnis 90 die Grünen. Diese zusätzlichen Wünsche konnte die Fraktion der CDU nicht mehr bedienen, wenn sie nicht gleichzeitig gezwungen werden wollte, die eigene Klientel Abstriche zu machen. Eine in Wahljahren unvorstellbare Kalamität. Die kalte Arroganz und die blasierte Überheblichkeit, mit der diese Maßnahmen mit den zum Teil den Intellekt beleidigenden Begründungen entgegen jeder von langfristigen Stabilitätsprinzipien getragenen Überlegung durch den Haushaltsausschuss gepeitscht wurden, war uns Ansporn genug, dem Treiben ein Ende zu bereiten. Leider erst vor dem Staatsgerichtshof konnten wir sie in ihrem Wüten stoppen. Es handelt sich nicht um Petitessen. Nur mit Mühe konnte die Regierung bei wohlwollender Betrachtung in etwa die Hälfte der 12 Milliarden in 2 Jahren unterbringen. Die pittoresken Beispiele wie beleuchtete Radwege und Steckdosen an Kaimon werde ich gar nicht wiederholen. Nur 2 Beispiele möchte ich erwähnen, weil sie so signifikant eindeutig und auch etwas leicht Anrüchiges an sich haben. Seit wann hilft die Einsparung von CO2 bei der Bekämpfung einer vom Virus ausgelösten Pandemie? Erstens, ein Sonderprogramm für Photovoltaikanlagen und Effizienz der technischen Gebäudeausrüstung für 28 Millionen Euro. Ein energieeffizientes Modulrechenzentrum der Philipps-Universität Marburg für läppische 8 Millionen Euro. Das Argument, dass doch alle Maßnahmen im Haushaltsausschuss ausführlich in allen Details dargelegt wurden, weit über das Übliche der normalen Diskussionen über den Haushalt im Landtag hinaus, ist geradezu beleidigend. Dazu muss man sich die lyrischen Qualitäten der Anträge nur einmal ansehen. Ganze Passagen wurden im Copy-and-Paste-Verfahren immer wieder verwendet. Viel Mühe hat man sich dabei noch nicht einmal gemacht. Wir haben durch unser Verhalten Anfang 2020 bewiesen, dass wir alle notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und sogar ihrer sozialen und wirtschaftlichen Folgen mitgetragen hätten. Bei den Kosten paranoid, halluzinatorischer Auswüchse, wie bei Maßnahmen aus dem Parteiprogramm von Bündnis 90 die Grünen, die das Land und den Staat in die Insolvenz zu treiben drohten, und das auch noch im Rahmen des DZSG, hätten wir uns allerdings verweigert. Da die Regierung Bouffier das bewusst war, musste sie das Artikel 141 Gesetz zur Durchsetzung ihrer Vorhaben schleifen. Darum konnte sie natürlich auch unserem Gesetzentwurf vom 1.12.20 über die Aufnahme eines Zweidrittelquorums, das heißt 2/3 der Mitglieder des Hessischen Landtags, in Artikel 141 Hessische Verfassung zur Absicherung der Schuldenbremse nicht zustimmen. CDU und FDP, die treibende Kräfte bei der Aufnahme der Schuldenbremse in die Hessische Verfassung, haben leider eine goldene Gelegenheit verpasst, einen Geburtsfehler dieser mit unserer Hilfe zu korrigieren. Was wäre wohl bei einer Volksabstimmung in dieser Frage herausgekommen, Herr Bouffier? Über 70% der Wähler wollten diese Schuldenbremse und haben sicher nicht damit gerechnet, dass man sie so einfach wirkungslos machen kann. Das GZSG ist aber keine Ausnahme, sondern folgt einem Muster, welchen wir auch beim Derivatehandel, den Leo-Verträgen, beim Kassel-Calden und sogar beim pharaonischen Ausbau des Frankfurter Flughafens beobachten können. Dieser Flughafen wurde hier ja auch als eine Stütze der Wirtschaft Hessens bezeichnet. Das ist es sie natürlich. Aber wir machen da einen Fehler. Wir brauchen einen international eingebundenen Flughafen als Dienstleister. Wir brauchen aber nicht ein Industrieunternehmen, wo die Leute hier nur ein- und aussteigen. Das können Sie woanders machen. Das hat Folgen. Im Haushaltsausschuss vom Mittwoch, 1. Dezember 2021, kam es bei Top 10 einem dringlichen Berichtsantrag zu dem Thema, man höre, Pandora Papers und die Fraport AG zu einer interessanten Diskussion. Ich darf daraus berichten, das Thema wurde öffentlich behandelt.
Die Begründung der zumindest fragwürdigen internationalen Engagements der Fraport AG war, dass die Fraport AG infolge ihrer ungenügenden Erträge in Deutschland, auch in normalen Zeiten, nicht in der Lage sei, die eigenen Kosten auch im Zusammenhang mit dem Ausgleich für den Lärmschutz für die Städte und Gemeinden der Region zu tragen. Also so eine wichtige, für die Region absolut notwendige Industrie ist nicht in der Lage, Preise zu fordern, mit der sie ihre eigenen Kosten tragen kann. Das muss man sich doch mal Fragen stellen. Die Vertreter der Regierung meinten, dass das Geld dann eben aus den Auslandsbeteiligungen kommen muss, auch wenn man da einmal öfter eine 5 gerade sein lassen muss. Ich kann nur jedem raten, sehr vorsichtig zu werden, wenn in den finanziellen und vertraglichen Transaktionen einer Firma wie bei der Fraport AG die Adressen Malta und Zypern immer wieder vorkommen. Was wollen die Herren Boddenberg und Kaufmann denn zukünftig noch Steuerflüchtlingen vorwerfen, wenn diese mit der Hilfe von ausländischen Anwaltskanzleien zu sehr kreativen Steuermodellen greifen, wenn sie der exorbitanten deutschen Steuerlast zu entfliehen trachten, um ihre Firma in Deutschland zu retten? Bei der Landesregierung zeigt sich ein ähnlich flexibles Verhalten beim verfassungswidrigen GZSG. Eine Regierung darf in Friedenszeiten nicht zu Maßnahmen greifen, die an eine Notstandsgesetzgebung erinnern oder in der Verfassung nicht vorgesehen sind. In einer solchen Situation war Hessen im Jahr 2020 nicht. Das für die Regierung blamable Urteil des Staatsgerichtshofs wird in die Rechtsgeschichte eingehen. Nicht nur, weil alle 8 Anträge der Iltertief vor Deutschland am Staatsgerichtshof positiv beschoren, sondern auch, weil die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes keine Folgen haben soll für die in der Vergangenheit beschlossenen Maßnahmen und eingegangenen Verpflichtungen im Namen des Landes. Ein Vorredner hat das noch als vorbildlich bezeichnet. Normalerweise sind solche Gerichte da wesentlich strenger und konsequenter. Verfassungswidrig ist verfassungswidrig, dann wird das zurück abgewickelt. Außerdem wird der Regierung noch gestattet, zwischen dem Tag der Urteilsverkündung, dem 27. Oktober 2021 und dem 31. März 2022, in einer Art Übergangsregelung einer gnädigen Frist bestimmte, strikt mit der Corona-Pandemie zusammenhängende, dringende Maßnahmen zu genehmigen. Ob diese neuen oder aus Restpositionen von vor dem 27.10. vom Haushaltsausschuss schon bewilligten pauschalen Maßnahmen dann noch über Kredite aus dem GZSG finanziert werden können, ist zumindest fraglich. Das Gericht wollte mit dieser Regelung Unruhe, Chaos im Verhältnis zu Dritten vermeiden. Dabei kann es sich aber nicht um pauschale Genehmigungen im Haushaltsausschuss handeln, sondern nur um einzeln genehmigte Anträge. Erst dann entsteht ein Rechtsanspruch gegen das Land. So ist das Urteil zu verstehen. Im Bemühen um eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit, die Herr Boddenberg ja jetzt immer wieder anbietet, mit der Regierung hat die AfD einen Antrag gestellt, eine Aussage. Herr Boddenberg, wo wären Sie denn hingelaufen, wenn es die AfD nicht gegeben hätte und den vor den Staatsgerichtshof? Sie hätten doch weitergemacht bis 2023. Wenn das Genehmigungsdatum. Darf ich weitermachen? Danke. Das Eingabedatum und das Genehmigungsdatum der Anträge ersichtlich ist. Auch von Maßnahmen. Ich muss hier leider ein bisschen in Details gehen, denn diese Feinheiten werden zur Sprache kommen in den Haushaltsberatungen. Auch von Maßnahmen, bei denen die Genehmigung der einzelnen Anträge vom Ministerium an untergeordnete Stellen übertragen wurden. Die Verweigerung, diese Informationen zu erstellen, kann nur den Verdacht nähren, dass die Regierung sich nicht strikt an das Urteil zu halten gedenkt. Wir werden Wege finden, diese Informationen zu erhalten. Wir machen der Regierung einen Vorschlag, wie die zukünftigen Belastungen aus der Corona-Pandemie abgemildert werden können. Das müsste doch eigentlich interessant sein. Wir unterstellen einmal, dass die Regierung die nicht der Corona-Pandemie direkt zurechenbaren Maßnahmen im Haushalt 2021 eigentlich nicht in Angriff hätten genommen werden können, einfach weil sie im Haushalt nicht vorkam.
Die Regierung hat sie deshalb im Jahre 21 über das GZSG finanziert, sozusagen im Vorgriff auf die Haushalte 22, 23. Damit fallen sie ja in diesen beiden Jahren dann nicht mehr an. Und die entsprechenden Mittel können nun für Corona eingesetzt werden. Das wäre eine faire Antwort auf das großzügige Urteil des Staatsgerichtshofs, welches ja ausnahmsweise eine Rückabwicklung der Ausgaben für Maßnahmen vor dem 27.10. nicht gefordert hat, auch dann nicht, wenn sie keinen Corona-Bezug hatten. Zu den medizinischen Aspekten der Corona-Pandemie haben andere Kollegen Stellung bezogen. Hier geht es um die Auswirkungen auf die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von drastischen Fehlentscheidungen im Management der krisenhaften Entwicklung. Herr Bouffier hat hier gestern eine richtige, prinzipielle Aussage gemacht, die ich sinngemäß wiedergebe. Wir müssen die Freiheiten der Menschen so weit wie möglich erhalten und wir müssen die Beschränkungen so gering wie möglich halten. Leider hält sich die Regierung aber nicht daran. Sie macht eher das Gegenteil. Sie sperrt die Unproblematischen ein und weiß noch nicht einmal, wer und wo die Treiber der Pandemie hocken. Sie weiß noch nicht einmal, wie viele Menschen geimpft wurden. Wir finden uns seit dem Frühjahr 21 nicht mehr in einer Situation, in der wir notgedrungen Verständnis aufbringen mussten und aufgebracht haben für die chaotischen Entwicklungen und erratischen Entscheidungen. Die Fehler bei der Beschaffung der Impfstoffe, die Organisation der Impfungen, die Fehleinschätzung im Hinblick auf die Übertragungswege, die eklatanten Probleme in den Gesundheitsämtern, die statistische mangelhafte Aufbereitung, wo man hinguckt. Inkompetenz, Arroganz, aber nie Verantwortung. Wir sind ja so stolz, dass wir so gut aus der Krise gekommen sind. Jawohl, wunderbar, freuen wir uns auch drüber. Aber das ist nicht unser Verdienst. Wir haben großes Glück gehabt. Wir haben großes Glück gehabt, dass die wirtschaftliche Erholung in den USA und China, Asien und nicht in der EU, wie hier eben gesagt wurde, so schnell gekommen ist. Sonst wären in Deutschland und der EU wirklich die Lichter ausgegangen. Über die wirklichen Probleme spricht man aber in Deutschland nicht. Den Menschen wird die Wahrheit vorenthalten. Dieser Betrug an den Bürgern hat sich in Deutschland zu einer regelrechten Seuche entwickelt. Alle brüsten sich mit vermeintlichen Erfolgen. Ich kann hier nur noch mal auf einen Vorredner hinweisen. Ich meine, da war ja Hessen schon fast Palo Alto oder Kalifornien. Nur die Kosten ihres Tuns, die wachsenden Schuldenberge, werden nicht erwähnt. In Deutschland wurde ein neues Kriterium für wirtschaftlichen Erfolg eingeführt. Nicht mehr der Ertrag einer Maßnahme steht im Vordergrund, sondern die Vermeidung von apokalyptischen Katastrophen. Je drastischer man die zukünftige Katastrophe ausmalt, je größer wird der hypothetische Erfolg. Auch wenn die vorausgesagte Katastrophe mit einiger Sicherheit nie eingetroffen wäre. Bündnis 90 Die Grünen, jawohl, Sie regen sich immer auf da links, und ihre Anhänger haben dieses Modell perfektioniert. Um den Weltuntergang abzuwenden, darf man natürlich nicht knauserig sein. Was werden Sie den Menschen, Herr Al-Wazir, sagen, wenn nach 22 alle Kernkraftwerke und nach 2030 alle Kohlekraftwerke stillgelegt sind? Wenn wir in Deutschland kein CO2 mehr emittieren und die Temperatur dieser Welt trotzdem unbeeindruckt weiter ansteigt. Eine erfolglose Therapie, bei der die Menschen für sich keine Vorteile erkennen können und nur mit den Nebenwirkungen in Form großer Wohlstandsverluste zu kämpfen haben, wird schwer zu verkaufen sein. Und die Temperaturen werden weiter steigen, egal was wir in Deutschland machen. Warum tun wir es dann? Der sicherste Weg, um alle Deutschen, solange das physisch geht, auf die Fahrräder zu bringen, ist, das Land verarmen zu lassen. Das Programm der Grünen wird dies mit großer Sicherheit erreichen. Der Ausbau der Fahrradwege zeugt also von beeindruckender Weitsicht. Das Shanghai der 1990er Jahre muss eine Idealvorstellung der Grünen sein. Ich habe das noch gesehen. Die Chinesen hatten noch kein Geld für ein Auto, fuhren also alle Fahrrad.
Was tun wir nicht alles, um die drohende Apokalypse noch abzuwenden? Frau Annalena Baerbock, ich muss mich so an die Grünen aufreiben, ich weiß auch nicht warum, wird in ihrer neuen Rolle als Außenminister den Chinesen schon beizubringen wissen, dass ihre Vergangenheit besser war als ihre schmutzige Gegenwart und ihre Zukunft sein könnte. Wir freuen uns auf die geänderten Haushaltsänderungsanträge der Regierung, die uns ja immer noch nicht vorliegen, und sind gespannt, mit welchen kreativen Tricks und Finten der Finanzminister dieses Mal aufwarten wird, um uns in Sicherheit zu wiegen, dass die Schuldenbremse wieder eingehalten wird. Wir hoffen, dass das Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofs dazu beiträgt, die wildesten Modelle im Schrank zu lassen. Zum Schluss noch ein Bonbon für Herrn Schalauske. Bis zur Vermögenssteuer haben Sie es noch nicht getrieben in Berlin. So weit sind Sie noch nicht. Eine Vermögensabgabe haben wir aber schon in Form eines Verwahrgeldes. Wenn der Bankberater Sie anruft mit der Information, dass bei der Bank langsam die großen Schließfächer ausgehen, in denen man in großen Scheinen bis zu 500.000 Euro unterbringen kann, dann fängt man an zu verstehen, wie die Schulden bald getilgt werden. Wir werden Anträge einreichen, mit denen ein verfassungskonformer Haushalt innerhalb der Schuldenbremse dargestellt werden kann. Haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Die Regierungsparteien werden Sie natürlich alle wieder ablehnen. Okay, man lernt ja nicht aus. Sie werden sicher verstehen, dass es uns zunehmend schwerfällt, die Haushaltsberatungen mit Ihnen, Herr Boddenberg, noch ernst zu nehmen.